Wir haben das mit dem Wetter geklärt. Insofern kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Und trotzdem gleich zum Thema. Lothar Bisky. In einem Interview in der Taz im Jahr 2012 antwortete Lothar auf die Frage, ob seine Rede am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz der Beginn seiner politischen Karriere war. Und so war er, der Lothar. Tja, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich wohl gar nicht hingegangen. Doch ich habe mir Mühe gegeben, es hat teilweise sogar Freude gemacht. Diese Sätze zeigen, was den Menschen und den Politiker Lothar Bisky auszeichnete. Er war ein ehrlicher, ein undogmatischer Mensch, ein bescheidener und man kann auch sagen, wie man das so heute umgangssprachlich sagt, er war einfach ein Guter. Und die Linke in Deutschland wäre ohne Lothar nicht die, die sie heute ist. Mehr noch, sie wäre wahrscheinlich ein wenig besser, wenn Lothar noch da wäre. Lothar Bisky fehlt. Er war ein Mensch, der oft gegen den Strom schwamm. Im Jahr 1959, also wo sehr viele der noch jungen DDR den Rücken kehrten, schwamm er gegen den Strom und wechselte die Seite vom Westen in den Osten. Und er nahm sein Schicksal selbst in die Hand. Er studierte und wurde nach vielen Stationen Direktor der Filmhochschule Konrad Wolf hier in Potsdam. Auch hier wieder ein Schwimmer gegen den Strom. Er setzte sich von Beginn an Ziele, aber er hatte natürlich auch Widerstände und die nahm er einfach. Er war es, der nach seiner Amtsübernahme verkündete, dass es mit ihm keine Zensur mehr geben würde. Und er war es auch, der in der Wendezeit, wo es viele gab, die sogar einen gedrechselten Hals hatten, der vor seinen Studierenden per Amt sich in freier Wahl bestätigen ließ. Und Lothar Bisky tat Dinge, die sonst niemand tat. Da meine ich jetzt nicht die Filmausschnitte, die wir beim Duschen gesehen haben mit den Studenten. Aber er tat es, weil er nicht selbst verliebt war und weil er es für richtig hielt, zuzupacken. Und weil er Mensch bleiben wollte und nie an seinen Ämtern hing. Auch das zeichnete ihn aus. Gegen den Strom zu springen, das erforderte viel Kraft. Lothar hatte diese Kraft auch im Jahr 1989, als die DDR und die SED sich verabschiedete und viele auch diese Partei verließen. War er es, der wie viele hier, die heute da sind, auch Verantwortung übernahm. Er wurde 1990 Spitzenkandidat der PDS in Brandenburg und legte den Grundstein für eine demokratisch-sozialistische Politik in einem neu gegründeten Bundesland. Er war es auch, der gemeinsam mit Michael Schumann und Heinz Fietze den Brandenburger Weg begründete und ihn mit anderen, und deshalb begrüße ich auch den Unionsfreund Distel heute recht herzlich, die ihn auch lebten. Es ging ihm natürlich nie um Besserwässerei oder ideologischen Streit. Er machte einfach Politik, um zu gestalten und er engagierte sich für eine Gesellschaft, in der es möglich allen gut ging. Die PDS, die Partei, die damals Anfang der 90er Jahre massiven Anfeindungen ausgesetzt war, wurde mit Lothar sogar verfassungsgebende Partei. Auch das wieder gegen den Strom und das sei hier vermerkt. Er legte das Fundament dafür, dass Brandenburg und die PDS sich hier anders entwickelte als in anderen Bundesländern. Wir sind durch die Arbeit der Troika, Bisky, Schumann, Fietze, nie in Fundamentalopposition verharrt, sondern haben uns immer einer konstruktiven Politik verschrieben und das werden wir auch weiterhin tun. Meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, Lothar übernahm immer dann Verantwortung, wenn andere nicht mehr wollten, weil die Schwierigkeiten zu groß wurden. So übernahm er trotz persönlicher Anfeindung den Parteivorsitz 1993 von Gregor. Er wurde zu einem unverzichtbaren Moderator und warb immer, ja, mit seiner Art für eine vermittelnde Konfliktkultur in unserer Partei. Er hielt an Entscheidungen fest und war stets ein verlässlicher Partner über Parteigrenzen hinweg. Damit erwarb er sich nicht nur in unserer Partei Anerkennung, was heute zeigt, dass viele Gäste, die nicht das Parteibuch bzw. der Linken haben oder Sympathisanten sind, auch hier heute als Gäste anwesend sind. Für Lothar war Politik nie Selbstzweck, sondern er wollte dieses Land verändern. Er und Michael Schumann nannten es
die Systemfrage stellen. Lothar wusste, dass das nur eine Partei kann, die sich öffnet, die sich nicht in dogmatischen Grabenkämpfen verliert und mehr Fragen stellt, als vorgibt, immer alles zu wissen. Die Systemfrage zu stellen, hieß aber nicht für Lothar die Revolution, sondern es hieß den Kampf um demokratische Mehrheiten. Das machte ihm nicht nur Freude in der Partei, auch hier oft, wie ich schon sagte, schwamm er gegen den Strom. Er war eine Persönlichkeit, die es in seiner Art nur ganz selten gibt. Seine Bescheidenheit, seine Integrität haben gezeigt, wie man Mensch bleiben kann, auch als Politiker. Und noch etwas machte ihn besonders, das Verzeihen können. Lothar war nie nachtragend, er billigte jedem einen Neuanfang zu. Gerade damit unterschied er sich immer von ideologischen Selbstgerechtigkeitsvertretern vieler anderer Zeiten beziehungsweise auch der politischen Lager. Liebe Gäste des heutigen Tages, Lothar hat uns viel mitgegeben auf seinem Weg, den wir nun seit einigen Jahren ohne ihn gehen müssen. Er sagte als Parteivorsitzender der Linken, dass wir ein Problem haben mit Ideologie Ayatollahs und dass wir verstehen müssen, dass es nur demokratisch geht oder gar nicht. Aber er sagte auch noch etwas, dass wir Politik nicht nur des Selbstwillens machen, sondern dass wir die Menschen und die reale Situation im Auge haben müssen. Vor 75 Jahren, am 17. August 1941, wurde Lothar Bisky geboren. Vor 3 Jahren, am 13. August 2013, ist er verstorben. Dieses Haus, vor dem wir heute stehen, ist eng verbunden mit seiner Person. Es war das Wahlkreisbüro von Lothar Bisky. Und wenn Sie nicht auf der Datsche oder im Landtag diskutierten, waren hier einige, die heute versammelt sind, noch hier in diesem Haus zusammen beim irischen Bier, bei einer Flasche guten irischen Whisky, aber auch der Rotwein kam nicht zu kurz. Der Vordenker Michael Schumann, und das wissen wir und bedauern wir sehr, kam bei einem Autounfall im Dezember 2000 ums Leben. Dieser Verlust eines Freundes traf Lothar schwer. Auch Lothars Tod vor 3 Jahren traf uns hier in Brandenburg und nicht nur in Brandenburg, tief ins Mark. Und der Verlust ist heute noch spürbar. Auch deshalb, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, hat die Linke Brandenburg beschlossen, dem Haus hier in der Alleestraße heute den Namen zu geben, Lothar Bisky Haus. Dem engen Wegbegleiter Lothar Biskys, Michael Schumann, zu ehren, wird der große Saal des Hauses in Zukunft dessen Namen tragen. Ich bin mir sicher, dass beide, Lothar und Micha, diese Form der Ehrung heute abgelehnt hätten. Sie hätten diese Form auch nicht gewollt, aber es bleibt dann anders über, um so etwas mal würdig zu gestalten. Ich bin mir trotzdem sicher, dass Sie eines gewollt hätten, dass wir Ihre Art Politik weitermachen. Und deshalb halten wir als Linke Brandenburg diese Namensgebung auch so wichtig. Meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, für mich und für die Partei sind diese Namen Mahnung, Richtschnur, aber natürlich auch Mission. Diese Alleestraße 3 soll an 2 große Politiker erinnern, die herzensgut waren und unermüdliche Schwimmer waren gegen den Strom und immer für Demokratie standen. Und deshalb freue ich mich, dass Sie heute bei dieser Weihung dabei sind. Vielen Dank, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Heinz Vietze, komm mal her. Komm mal her. Das kann ich nicht so einfach. Früher hast du ja, das sind ja nur kleine Strüppchen, früher hast du ganze Stränge gezogen. Jetzt versuchen wir uns mal daran. Komm mal her.
Ja, liebe Gäste, in dem Zusammenhang vielleicht noch zwei Sätze. Vielen Dank dem fleißigen Helfern des Lothar-Bisky-Hauses, dem geschäftsführenden Landesvorstand, vielen Genossinnen und Genossen, die hier für diesen Tag auch Hand angelegt haben, damit wir einen netten Abend verleben. Ich würde Sie jetzt bitten, wieder den neu hergerichteten Hof, wieder Ihre Plätze einzunehmen und uns wirklich heute gemeinsam zu freuen. Vielen Dank, dass Sie da sind.